So. Verbinde die Rohre mit jeder Kugel, Papier, Holz und Metall, sodass alle auf der richtigen Höhe sind. Hä? Klicke auf zwei Quadrate, um sie zu vertauschen. Aufleuchtende Rohre sind korrekt angeordnet. Hä? Aha. Also nee, das... Ich kann es ja nicht mehr bewegen, wenn es mal richtig sitzt. War es einfach wieder nur Try and Error oder was? Ist welchen Unterschied? Nee, ne? Achso, dann sitzt ja richtig. Warum passt das denn nicht? Was soll denn da noch? Was habe ich denn noch für Alternativen? Ich hab nur das da. Nein. Das da. Ach so. Ah, okay. Mensch, war das jetzt schwer. Schnurloser Bohrer. Mensch, den kriegen wir doch bestimmt für den Bohrkopf oben. Wobei, was bringt mir... Ach, das ist ein Akku. Einfach Akkuschrauber, okay. Benzinkanister, Rumba-Rassen, Parfümflakon, Perlenkette. Die erinnere ich mich, aber ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Glühbirne, Safari-Hut, Schüssel, Fernglas, Spiralen, Megafon, Spiegel, Tasche, Messer, Kessel, Käfer. Das ist kein Kessel. Ich habe einen Eimer. Ich gehe mal eine Runde reinkotzen. Kessel. Spiral. Dieses Kinderlachen-Sample hätten sie auch ruhig irgendwie nur so alle 5 Minuten mal einspielen können.
Das ist super nervig. Das macht es jetzt nicht gruseliger, wenn ich das häufiger höre. Ich brauche noch einen Schlüssel und einen Käfer. Schlüssel? Ist noch ein Käfer da. Ich habe eine Zugangs... Ist das jetzt wirklich die Zugangskarte vor oben? Ich selbst das Kinderlachen hier noch, ja. Hier ist das Filmbild auch schon wieder aktiviert. Was? Ich habe es gerade nicht lesen können. Ich habe es schnell weggeklickt. Der Eingang wurde zugemauert, vermutlich, oder irgendwie sowas. Schraubenschlüssel, Spielzeugbagger, Stehaufpuppe, Schöpflöffel, Wärmeflasche, Marienkäfer, Streichholz, ein ganzes Streichholz, eine Sauglocke, ein Kopfhörer, eine Eidechse. Nee, du warst die Eidechse. Springer, Gitarre, Gürtel, Taube, Fisch, Bär. Da ist der Springer. Fisch? Ja. Marienkäfer. Kopfhörer. Gitarre. War das nicht auch das Bild, wo wir das Benjo gefunden haben? Oder war das ein anderes? Gitarre. Taube, Taube, Gürtel, Schraubenschlüssel, Streichholz, Schraubenschlüssel, Streichholz, Gitarre, das ist ja keine Gitarre. Aufgemalt. Auf der Wand sehe ich aber auch nichts. Das Wort sehe ich auch nirgends mehr. Ich sehe einen Besen. Ach, das habe ich echt nicht gesehen. Hätte ich vermutlich auch nicht, weil es eher ausgesehen hat wie so ein Lichteffekt. Dafür entschuldige ich mich jetzt auch nicht. Wir haben noch ein Gummi. Kann ich das da drum machen? Ich habe hier einen Lederriemen. Zusammen mit dem Gummiband. Und der Schleuder. Warum geht das nicht? Da. Spur. Ich hab mir was stand machen soll.
Ach so. Ich brauche noch eine Mutter. Deine Mutter. Dafür habe ich dann vermutlich den Schraubenschlüssel. Um die irgendwo abzuschrauben. Ich weiß nur nicht wo. Hier. Mensch, das war jetzt aber schwer. Ich die Glühbirne kaputt machen? Es hat geklappt, nachdem die Lampe kaputt ist, sind die Geister Geschichte. Aha. Wie auch immer das passiert. Soldaten haben wir mich nicht reinzulassen. Ich habe ja schon wieder ein Wimmelbild. Mensch. Da waren die aber echt kreativ. Mit der Kleie. Ich das schlug das Deckenlicht und die Geister verschwanden. Leider ist der Weg immer noch blockiert. Zwei Spielzeugsoldaten versperren mir den Weg. Ich muss es wohl irgendwie aus. Ich muss aber irgendwie aus dem Weg wollen. Bla bla bla. Flaschendeckel, Nussknacker, Kettensäge, Steckdose, Preisband. Preisband? Heugabel, Eidechse, Laterne, Bürste, Brille, Sonne, Haken, Krone, Dolch, Uhr, Axt. So. Fertig. Und Brille. Krone, Axt, Uhr, Steckdose. Da ist die Krone. Krone? Hätte ich auch einen Schlüssel gebraucht? Nee. Ein Haken? Ja. Preisband. Ach, so ein... so ein Auszeichnungsband-Ding. Oder? Genau, das da. Heugabel. Eidechse, Laterne. Das ist eine Girlande. Ja, ich gebe es ja zu. Das ist Laterne. Flaschendeckel. Das da? Nussknacker. So ein typischer Nussknacker? Ja. So ein Weihnachtsnussknacker. Und eine Kettensäge. Die ich übrigens voll hässlich finde, also diese Nussknacker. Wir hatten zu Hause auch einen. Ich habe mit dem auch immer so ein bisschen rumgespielt. Aber richtig hübsch fand ich die nie. Es war nur schön, weil er was Bewegliches war. Und ich war noch sehr klein und Klein Yvonne mochte Sachen, die sich bewegen. Also mit denen man halt irgendwas machen konnte. So, jetzt brauchst du doch von allem. Ne, was ist Dynamit von Moment? Von allem mindestens eins. Das ist die Axt. Bürste, Eidechse, Kettensäge. Also die Kettensäge sollte jetzt nicht so schwer zu finden. Da ist er. Ich habe einen Wurm. Zählt das auch eine Raupe? Entschuldigung, eine Raupe. Brauche ich noch eine Bürste. Und die Eidechse. Oh, man hört man nicht alle zwei Sekunden das Kinderlachen. Das merke ich jetzt erst. Oder? Doch, man hört es. Ich hatte es nur einfach so leise und gerade nicht drauf geacht. Und dieses Wuff, 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 der nervt auch unglaublich. So, ich habe den Haken. Irgendwie logischer Sachen im Inventar zu kombinieren. Liebe Güte, Green Hills wimmelt vor Geheimgängen. Stimmt, wir sind jetzt da bei dem Briefmarkentypi. Abgeschlossen. Danke.
ich jetzt noch einen Schlüssel suchen müssen, wäre ich... Wäre ich echt ausgeflippt. Ich möchte es eigentlich relativ zügig hinter mich bringen. Ist ja schon wieder dieses Kack-Wimmelbild. Kann ich die einsammeln? Nö. Steckenpferd, Lautsprecher, Spaziergock, Kaninchen... Spaziergock. Genau, Spazierstock, Kaninchen, Schleife, Zeitung, Schloss, Lappen. Schiff, Raupe, Kranz, Kette, Fisch, Seil, Bär, Öl. Wahl? Ne, habe ich nicht gebraucht. Ich habe einfach mal geklickt. Spazierstock. Zeitung, Schloss, Lappen. Das ist auch so ein Lappen. Fisch, das ist doch ein... Ja, es gibt... Ja, Wale sind keine Fische. Das ist ja gut. Fisch und Bär. Auf der Wand aufgemalt ist aber nichts als Bär. Doch, da. Fisch. Zeitung. Kranz. Was denn für ein Kranz? Lorbeerkranz? Blumenkranz? Trauerkranz? Das ist doch vermutlich... Ja, einfach so ein stinknormaler Kranz. Schloss? Spazierstock. Die Leiter habe ich gar nicht suchen müssen. Da ist der Junge wieder, den kennen wir doch. Er ist zu verängstigt, immer runterzukommen. Wie kann ich ihn herunterlocken? Ein Quietscheentchen. Ich habe den Jungen, der mich von Beginn an beobachtet hat, gefunden. Sicherlich kann er mir viel über die Geschehnisse in Green Hills berichten. Doch ich müsste zunächst sein Vertrauen gewinnen. Ein Quietschhähnchen. Spielzeugbagger. Von dieser Startbahn. Ach. Achso. Sieht man gar nicht, dass ich den da hingestellt habe. Das ist Hähnchen. Ach, da oben steht er. Ich dachte, der müsste hier irgendwo stehen. Oh, das Hähnchen. Wenn ich ihm einige neue Spielsachen hinstelle, nimmt das vielleicht seine Furcht. Ja, wer mag denn keine Quietscheentchen? Jetzt mal ganz ehrlich. Fällt mir jetzt das Lied von Ernie ein, mit seinem Quietscheentchen in der Badewanne, aber ich hab's vergessen, wie es geht. Natürlich, Kinder sind unheimlich bestechlich mit Spielsachen. Ich bin ja durch Green Hills gefolgt. Du sagst, du willst einen Mann namens Tim retten, doch ich habe ihn noch nie gesehen. Ich bin nicht einmal sicher, dass er real... Hallo? Natürlich ist er real. Wir sind mit ihm verheiratet. Oh mein Gott, ich darf ein Minispiel machen, ohne erst wieder 30 Millionen Sachen finden zu müssen. Lege alle Patienten in das Zimmer des Sanatoriums, aus dem du sie befreit hast. Ich habe nicht erst noch die ganzen Figuren suchen müssen. Das ist der hier. Da. Wer war das denn? Ich glaube, der bei Wasser.
Wo ist Wasser? Das ist tatsächlich das da. Die war, glaube ich, hier. Der hing hier. Die war im Kinderzimmer. Der war im Bunker. Ach, der war der das hier in der Ecke gekauert hat? Das könnte vielleicht der mit den Links gewesen sein, wenn wir eher in der Toilette? Ja, sonst haben wir keinen Raum mehr frei. Okay. Alles richtig? Ach, ich bin so awesome. Du hast die Wahrheit gesagt. Du hast tatsächlich alle gerettet. Dr. Blackmore hat Tim an einen schrecklichen Ort gebracht. Ich dachte, du sagst, du kennst die nicht. Und du glaubst nicht, dass er real ist. Jetzt erzählst du mir sowas. Was für ein Lügenbold. Das war jetzt das... Ich hab dafür vielleicht jetzt 40 Minuten gebraucht, aber auch nur, weil so viele Wimmelbilder drin waren. Das war schwach. Also das war richtig schwach. Das bedeutet aber, dass ich die anderen Teile auch spielen muss, oder?